Kennen Sie dieses Gesicht? Hoffentlich nicht. Es ist der Steuerinspektor Siegmund Schnüffel, der Knatterton eine gewaltige Steuernachzahlung aufdonnerte. An diesem Sandsack mit auswechselbaren Hartgummiköpfen trainiert Knatterton jeden Morgen seine berühmte Schlagkraft. In diesem Regal mit Reserveköpfen steht auch nix Ebenbild. Das schraubt er auf den Sandsack, wenn er mal auf sich selber eine Wut hat. Und hinter diesem Vorhang stehen Prominentenköpfe, denen Nick hin und wieder gerne mal ein paar reinhaut. Aus juristischen Gründen dürfen wir sie leider nicht zeigen. Knatterton treibt noch etwas Yoga, wobei er in aller Ruhe die Morgenzeitung liest. Da fällt ihm eine ganz besonders interessante Meldung ins Auge. Plötzlich stehen ihm die wenigen, aber sehr kräftigen Haare zu Berge. Er hört einen sehr weit entfernten Schrei. Aus dem Einfallswinkel des Schreis errechnet Knatterton unter Berücksichtigung von Mauerdicke und Luftfeuchtigkeit den geografischen Punkt des Tatortes. Der Schrei kam aus dem vierten Stock des Hauses Dingstraße 27. Nix bis heute ungeschlagener Umziehrekord liegt bei 5,0732 Sekunden. Da bimmelt Nix optisch-akustisches Telefon. Eine sehr gepresste Stimme meldet ihm, in der Dingstraße 27 ist was passiert. Das weiß Nick längst. Er schaltet den automatischen Anrufbeantworter ein und startet. Nanu, was ist mit dem Türschloss los? Auf den ersten Blick erkennt Nick, man spritzte das in Sekundenschnelle stahlhart werdende Kunstharz Bimso Dur 37 ins Schloss. Sowas kann einen Knatterton nicht aufhalten. Seine Wohnung liegt, wie wir alle wissen, im sechsten Stock. Auch für sowas hat Nick jetzt keine Zeit. Er tut, als hätte er nichts gesehen. Dingstraße 27. Nick wählt die Direktroute zum vierten Stock. Aus dieser Balkontür kam der Schrei. Nick läuft es kalt über den Rücken. Eine Bibliothek, die nur aus Steuergesetzen besteht und Paragraphen, wohin das Auge fällt. Was Nick jetzt sieht, lässt ihn vor Schreck erstarren. Da liegt Steuerinspektor Schnüffel. Das auf den ersten Blick schaurige Bild entpuppt sich als relativ harmlos. Knattertons hochsensible Nase gibt ihm sofort eine haargenaue Analyse. Es ist kein Blut, sondern wasserlösliche Anilinfarbe. Die Dusche birgt offensichtlich ein kleines Geheimnis. Und schon kombiniert Nick messerscharf. Schnüffel ging schlaftrunken unter die Dusche, sah sich dann im Spiegel, schrie auf und wurde ohnmächtig. Und hier der Beweis für Nicks Theorie. Eine Farbpatrone in der Dusche. Wahrscheinlich der Racheakt eines von Schnüffel zur Verzweiflung getriebenen Steuerzahlers. Da hört Nick einen markerschütternden weiblichen Schrei aus dem fünften Stock des Nebenhauses. Nanu, der Körper kommt ihm bekannt vor. Und auch das Gesicht. Die Dame war früher blond. Na klar, es ist das Fotomodell Molly Moll. Nicks superscharfer Blick fällt auf ein Poster. Molly Moll wurde also inzwischen Popsängerin und nennt sich jetzt Dolly Dur. Doch was hört Nick da? Seine eigene Stimme. Es ist sein Anrufbeantworter. Molly rief ihn also an, bevor sie umfiel. Sorgfältig prüft Nick Mollys Herztätigkeit. Alles normal. Nanu, wer ist denn das? Das ist der Fotoreporter Benno Blitz. Er kam durch die offenstehende Wohnungstür. Und plötzlich ist Dolly hellwach. Sie erzählt, dass ihr Geheimtresor geknackt und die Originalnoten ihres neuen Schlagers gestohlen wurden. Hier war ein Meisterknacker am Werk. Keine Kratzer, keine Fingerabdrücke. Aber da, eine Druckstelle. Nur für Nick erkennbar. Sie verrät ihm, der Täter hat Schuhgröße 39, wiegt 62 Kilo und die Tat fand genau vor 42 Minuten statt.
Knarteton wirft noch einen Blick in den leeren Tresor und entdeckt etwas. Da wird er von hinten gepackt. Dolly fleht ihn an, ihre Noten wieder herbeizuschaffen. Aber Nick bleibt merkwürdig kühl. Er will zunächst den Fall Schnüffel klären und begibt sich wieder nach nebenan. Schnüffel erzählt Knatterton etwas, was der, wie wir alle wissen, längst weiß. Da hört Nick ein Geräusch an der Wohnungstür. Er will die Tür aufreißen, aber die Tür will nicht. Den gleichen Fall hat er doch heute schon einmal. Was kommt denn da? Und was steht auf dem Zettel? Der Bote muss noch im Treppenhaus sein. Nick sieht ein blaues Auge und dann einen braunen Haarschopf. Knatterton will dem Burschen den Weg abschneiden. Auf dem Balkon im zweiten Stock bereitete soeben eine Hausfrau alles zum Bügeln vor. Das Ganze nochmal zurück, damit wir diesen einmaligen Bügeleisen-K.O. ein zweites Mal in Zeitlupe genießen können. Wie lange er bewusstlos bleibt, lässt sich leider nicht mehr genau feststellen. Als Knatterton aus tiefer Bewusstlosigkeit erwacht, brummt ihm gewaltig der Schädel. Er sieht seine Umgebung völlig unscharf. Aber schnell wird sein Blick schärfer. Und nun erkennt er seine Lage. Er liegt in Gips. Psst, sagt die Schwester. Sie brauchen Ruhe. Und nun nehmen sie schön brav eine Tablette. Und schon steigt in Nick ein Verdacht auf. Vorsichtshalber schluckt er die Pille nicht, sondern versteckt sie in einem aufklappbaren Stiftzahn. Instinktiv spürt Nick, er ist gar nicht krank. Er hat sogar plötzlich das Gefühl, kerngesunde Glieder zu haben. Und kombinieren kann er auch schon wieder. Und was kombiniert er? Dass er bewusstlos auf die Straße fiel, von seinen Gegnern schnell abtransportiert, von zarter Hand entkleidet und dann sorgfältig eingegipst wurde. Wie recht Nick hat, sehen wir jetzt. Das Bein ist kerngesund. Und seinem Arm fehlt ebenfalls nichts. Auch der Kopfverband ist nur eine Attrappe. Da wackelt plötzlich das ganze Krankenzimmer. Etwa ein Erdbeben, nun aber nichts wie raus. Das Krankenzimmer war ein Lastwagen der Unterwelt. Nick sieht ihn gerade noch hinter einer Hügelkuppe verschwinden. Nick analysiert die Duftmischung des Auspuffgases und prägt sich die Reifenspur genau ein. Dann spuckt er die Superschlaftablette aus. Aber wo ist er? Nick bestimmt haargenau seine geografische Position anhand des Sternenhimmels. In seinem Computergehirn sind sämtliche Straßenkarten gespeichert. Und schon erscheint die richtige vor seinem geistigen Auge. Hier steht er nach seinen Berechnungen. In Wirklichkeit steht er aber 10 Meter weiter. Die kleine Abweichung wollen wir ihm verzeihen. Es ist hundekalt, aber dadurch fährt es Nick siedend heiß. Er erinnert sich an den Po der Krankenschwester, den formvollendeten Busen, die leicht schräg gestellten Augen. Na klar, das war die Gangsterbraut Virginia Peng mit blonder Perücke. Genau so ist es. Virginia und ihr Kumpan glauben fest, dass Nick im Tiefschlaf hinter ihnen liegt. Er ist viel weiter hinter ihnen, als sie glauben, und hofft, dass ihn ein Auto mitnimmt. Und da hört er endlich eins kommen. Nick macht die bekannte Erfahrung, dass viele Damen keinem Mann trauen, der nur mit einem Hemd bekleidet ist. Inzwischen meldet die Fahrerin, dass auf der B29 ein entsprungener Irrer herumhüpft. Die Samariter freuen sich über die Abwechslung und wollen den Irren gleich einfangen. Nick wird mit größter Liebenswürdigkeit aufgenommen und sorgfältig angeschnallt. Wie man deutlich sieht, ist Knatterton völlig sprachlos. Es handelt sich hier offensichtlich um eine bessere Klapsmühle.
Lassen wir Nick mit dem Psychiater etwas allein und verfolgen wir den Lastwagen mit dem eingebauten Krankenzimmer. Virginia und ihr Kumpan glauben immer noch, Knatterton eingegipst hinten drin zu haben. Da muss der Fahrer plötzlich scharf bremsen. Virginia hörte die Hecktür knallen und wirft einen Blick durch das Guckloch. Ihr Blick fällt auf das leere Bett. Sie fragt sich verzweifelt, wo ist Nick? Wir alle wissen, dass nichts schwerer ist, als einen Irrenarzt zu überzeugen, dass man nicht verrückt ist. Nick schaffte das schon nach einer halben Stunde. Und er schaffte sogar den Arzt. Knatterton ließ sich ein Taxi kommen. Er will erst mal nach Hause, denn ohne Anzug und vor allem ohne Pfeife ist er nicht voll einsatzfähig. Der Fahrer freut sich, einen so berühmten Fahrgast zu haben und bittet ihn um ein Autogramm auf der Zeitung von heute. Und was sieht Nick auf der Titelseite? Diesen Schnappschuss von Benno Blitz. Nick hat nichts gegen hübsche Popos, aber diese Art von Publicity schätzt er gar nicht. Der Fahrer bekommt sein Autogramm, während Nick schon wieder seine Augen überall hat. Durch langjähriges Pupillentraining kann er nach mehreren Seiten gleichzeitig beobachten. Da fällt ihm plötzlich etwas ins Auge. In diesem Müllsack bewegte sich etwas. Halt, ruft Nick. Aus dem Müllsack kommt eine Hand voller Reißnägel. Ein simpler Reißnagel gab dem kriminellen Müllsack einen Vorsprung, der nicht mehr aufzuholen ist. Da fällt Nicks Blick auf einen besonders hübsch beklebten Bauzaun. Und was hält den Zettel am Busen? Ein Reißnagel derselben Serie, mit einem Daumenabdruck. Nick hat genug gesehen. Im Taxi beginnt sein Kombinierzentrum fieberhaft zu arbeiten. Der große Knacker tarnt sich also als Müllsack, um ungestört an Türschlössern arbeiten zu können. Er ist ein genialer Schlosser, mit stark entwickeltem Ehrgefühl. In Dollys Tresor waren gar keine Noten, sie wollte nur in die Zeitung kommen. Aber was will der Knacker, der nichts mitgehen lässt? Nanu? In Nicks Wohnung brennt Licht. Nick geht die Balkons hoch, denn sein Hausschlüssel ist im abhandengekommenen Anzug. Und nun erlebt er nicht nur eine, sondern gleich mehrere Überraschungen. Das sind keine Luftschlangen, sondern die Tonbänder aus Nicks Anrufbeantworter. Alle eingegangenen Hilferufe hängen ungehört in der Luft. Nick muss sich erst mal sammeln. Es ist das gleiche Reißnagelmodell. Diese Pfeife ließ Nick bei seinem plötzlichen Aufbruch frisch gestopft zurück. Der große Knacker scheint ein rechter Witzbold zu sein. Aber so viel Humor wie der hat Nick schon lange. Auch im Badezimmer war der humorige Einbrecher tätig. Und schnell wird der tiefere Sinn der Spiegelschrift deutlich. Über den alten Witz mit der im Warmwasserhahn eingebauten Farbpatrone kann allerdings auch Nick nicht mehr lachen. Was er jetzt braucht, ist ein frisches Hemd. Wer liegt da in seinem Bett? Dolly Dur. Und wieder ein Reißnagel aus derselben Schachtel. Nick ahnt schon. Dolly will ihm gestehen, dass ihre Noten gar nicht gestohlen wurden. Dolly bittet ihn um Verständnis dafür, dass eine aufstrebende Popsängerin Publicity braucht. Und Nick hat dafür Verständnis. Da hört er ein Klicken und sieht ein Loch im Kleiderschrank. Der Fotoreporter Benno Blitz. Raus, ruft Nick. Raus, alle beide. Publicity muss sein, aber das ging zu weit. Die beiden haben mit diesem Kriminalfall im Grunde nichts zu tun und sich da nur reingemischt. Da bemerkt Nick, seine Wohnungstür hat ein nagelneues Sicherheitsschloss. Am Schlüssel hängt ein Papierröllchen. Knattertons Gehirn arbeitet mit Hochdruck. Der Knacker stahl also nicht nur nichts, er brachte sogar etwas. Wo ist da das Tatmotiv? Da trifft Nick ein gewaltiger Gedankenblitz. Im schnellen Sich-Anziehen schlägt er seinen eigenen Rekord. Wohin fährt Nick? Das wird noch nicht verraten, weil gleich etwas dazwischen kommt.
Dieser Auspuffduft kommt ihm bekannt vor. Das war der Lastwagen, in dem er neulich entführt werden sollte. Nick setzt seinen selbstkonstruierten Schnellwender in Aktion. Die beiden sind fröhlich, aber nicht mehr lange. Beim Blick in den Rückspiegel durchfährt sie ein eisiger Schreck. Knatterton ist hinter ihnen. Die beiden reißen an dem ganz speziellen Planenauslöser. Nick wird im wahrsten Sinne des Wortes verplant. Knatterton sieht nichts mehr. Aber kurz vorher sah er in der Spiegelung einer Fensterscheibe den Firmennamen Sicher und Heiz. Und jetzt sieht er den Lastwagen noch mal kurz von hinten. Nick hat die Plane bereits verpackt. Nun aber nichts wie hin zu Sicher und Heiz. Es ist kurz vor Mitternacht. Im Verwaltungsgebäude wird noch gearbeitet. Nick erzählt dem Pförtner, dass er eine verlorene Plane des Firmenlastwagens zurückbringt. Und was sieht Nick im Fenster der Werbeabteilung? Dolly Dua, im schnellen Stellungswechsel. Was geht da drinnen vor? Benno Blitz schießt Werbefotos zu dem Text Jetzt liegen Dolly Duas Noten sicher in einem Tresor von Sicher und Heiz. Links sehen wir Hugo Heiz, den Chef des Unternehmens, und neben ihm seine Sekretärin Virginia Peng. Da steht Knatterton. Heiz zittern die Knie. Alle vier sind starr vor Schreck. Er ist sofort geständig. Schuld an allem ist die Steuer. Hier die Gewinnkurve des Unternehmens. An diesem Punkt kam Steuerinspektor Schnüffel und holte alles fürs Finanzamt. Um die Pleite zu verhindern, griff Heiz zu kriminellen Werbemethoden. Aber wo ist der große Knacker? Da kommt er schon. Die Polizei hat ihn auf frischer Tat ertappt. Es ist der Werkstattleiter und geniale Schlosser Kasimir Knacker. Er tat alles für die Firma. Wie weit Heiz und Knacker bestraft werden, können Sie in der Tagespresse nachlesen, die über den Prozess ausführlich berichtet. Knatterton kann zufrieden sein, wenn ihm auch die Polizei den Täter vor der Nase wegschnappte. Aber schon wieder kommt etwas sehr Gefährliches auf ihn zu. Doch das ist eine andere Geschichte, die Sie demnächst sehen werden.